Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit einem Let's Play angezockt oder auch mehr von, ja, Skyrim, und wir sind hier kurz vor unserer Hinrichtung, so wie es aussieht, und wir machen da gleich einmal weiter, ja? Field, Hauptmann. Es tut mir leid, wenigstens sterbt ihr hier, in eurem Heimatland. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Danke vielmals. Auf geht's, komm, wo müssen wir da hin? Die Jungs warten alle, ja, auf den Block. Genau, und das ist der Block da. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Nehmt ihn doch den Knebel. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Okay. Was war das, was Leute? War das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Etherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Hat sich der jetzt vorgedrängt? Ja, schau, schau. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Cooler Mann, echt wahr. Das ist ja noch ein Mann. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das aufsagen? Aha. Das... Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Ja, gell? Salumter Nord, ihr seid dran. Was ist denn da jetzt? Ist es wieder? Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Was ich? Ja, wir sind ja Gefangene. Erstens einmal bitte und das auch merken. Und du stehst da jetzt? Ja, Leute, ich verabschiede mich gleich einmal und wir sind schon. Was ist das denn? Wachposten. Was habt ihr gesehen? Ja, Wachposten. Der sitzt da am Kamin, verstehst du? Und die fragt, was hat der Wachposten gesehen? Leute, das Trumpf von viel. So, was ist jetzt mit uns da? Hoch mit euch! Kommt schon! Die Götter werden uns keine zweite Chance gewähren! Du redest mit uns? Okay. Schlag dich zur Festung durch! Okay. Da rein? Ja, lass mich doch rein, Kasperl. Wozu die Eile? Was heißt, wozu die Eile? Da draußen geht die Hölle ab und ich, ja, soll da jetzt warten? Wir schauen uns den einmal an, ja. Aber zuerst. Ja, kann ich wieder nicht, gell? Die Einstellung, Leute. Ich weiß nicht, ob uns das Audio zu laut ist. Aber das machen wir kurz einmal. Musste sein, sorry. Und. So, jetzt sind wir hier. Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden kennen keine Dörfer. Ja, hey, Alter, was wir soll denn das los sein? Jetzt! Wer hoch bist denn du? Los! Was heißt da los und schon wieder diese Hektik? Und wieso auf den Turm rauf? Ja, seid ihr denn von allen Geistern verlassen? Wir müssen in einen Keller runter. Und hey, Alter, wie geht's dir? Treppe hinauf. Rasch. Eine Sekunde länger mit dem Drachen da draußen und sie wären beide tot. Ja, genau. Genau so wäre es gewesen. Die Treppe hinauf. Rasch. Schaut auch nicht gut aus. Sie sind verletzt, aber sie werden es überleben. Ja, ich komme ja schon jetzt. Nur einige von diesen Felsen. Ja, war ja klar. Zurück. Und du bist gleich davon gesprungen, ist ja. Wir schauen da mal raus, was macht denn der da?
Und wir kommen dann nicht weiter. Springt durch das Dach und lauft immer weiter. Los, wir folgen euch, sobald wir können. Wo müssen wir da jetzt hinspringen? Ja, na klar, wir gehen da jetzt in die Kaschemme was trinken, oder was hast du im Durst? Wo ist denn der hingehe? Ich will da aber nicht raus. Egal, wir springen da mal rüber und... Ja. Was machen wir da jetzt? Wir müssen da flüchten. Es ist schon wieder so stressig, Leute. Wo? Da runter einfach, ja. Ja, der lässt ja nicht viel übrig hier. Wo müssen wir hin? Wir haben da einen Hut, eine Anzeige. Ja, verschwind davon. Seht ihr denn? Immer noch am Leben. Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so macht. Ja, bleib ich doch nah bei dir, komm her. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiten, Hatwa. Okay, Hatwa, dann... Wir folgen dir? Okay, dann folgen wir dir einfach. Hey! Aufstehen, nicht? Bleibt nah bei der Wand. Der oh. Haltet es im Auge. Bei der Wand, wenn du sagst, okay. Der Junge steht auf Barbecue. Warum der nicht einfach da runterstürzt und ein paar so als Happen, als Vorspeise einfach knabbert? Mit der Feuerspeierei kommt er auch nicht weiter. Da geht ja die Post ab, Leute. Schaut euch das Ding an. Wo ist denn unser Freund jetzt? Wir verschwinden da am besten. Ja, komm. Geh weiter. Haha. Der hat uns getroffen wieder mal. Wo müssen wir da hin jetzt? Ich bin da ein wenig überfordert. Was ist denn da jetzt? Dort ist der Eingang. Schnell, ich kann euch drinnen losschneiden. Ja gut, das machst du. Wo ist denn der? Wir müssen hinein, sofort! Ja, das machen wir dann auch gleich. Komm. Okay, hat er. Ah. Schnell, ich kann euch drinnen losschneiden. Na, wenn du das sagst, dann... Mal schnell rein in die Festung, okay? Und das war jetzt schon mal der erste Eindruck von einem, ja, Riesenviech. Und was ist jetzt? Aha. Wo sind wir hier? Die einzigen Überlebenden. War das wirklich ein Drache? Ein Bringer des Endes aller Tage? Ja, Alter. Hast wir du machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Ja, bitte sei so gut, komm. Na bitte, sucht euch etwas aus. Hier gibt es ja reichlich Zeug. Ich sehe mal, ob ich etwas gegen diese Verbrennungen finde. Ja, danke, genau das magst du. Sind wir verbrannt? Ja klar, natürlich. Wir es haben muss ein, zwei Schwerter in diesen Truhen geben. Seht euch um. In den Truhen hier? Die Truhe ist leer. Ah. Ihr besorgt euch besser eine Ausrüstung. Gut, was haben wir da? Kaiserlicher leichter Helm, Gold 6, wir nehmen da alles. Können wir das gleich einmal ausrüsten? Wir nehmen das als Ausrüstung und unten nehmen... Ah, perfekt, sind wir schon einmal mit einem Helm ausgerüstet. Da gibt es natürlich wieder nichts. Das... Ob ihr in einer dieser Kisten eine Rüstung findet? Ja, jetzt ist aber schon gut, gell? Weil du so viel reden brauchst auch wieder nicht. Die können wir nehmen. Ja, dann nehmen wir doch gleich alles. Gold. Vermischte Einheitentaktiken im Fünfjährigen Krieg. Band 1 von Codus Calonus. Umblättern. Wir nehmen das einmal. Ja, und dann machen wir eine Lesestunde. Wisst ihr ja schon, wie das funktioniert. Und das können wir.
Wir können das alles nehmen? Ja, gut. Ja, die Ausrüstung. Wo sind wir hier? Seht nach, ob ihr in einer dieser Kisten eine Rüstung findet. Besen, haha. Gut, was ist da jetzt? Eine Holzkelle? Wir nehmen da einmal, was wir können. Wir schlagen da einfach zu. Das können wir sicher irgendwann mal verkaufen. Ein, zwei Schwerter in diesen Truhen geben. Seht euch um. Vielleicht auch einen Krug mal mit. Auf dem Weg irgendwohin brauchen wir sicher mal einen Krug. So. So, wir haben jetzt hier eine kaiserliche leichte Rüstung. Rüstung 25, Gewicht 6 und Wert 75. Das werden wir doch gleich einmal ausrüsten, ja. Und ausgerüstet. Eisenschwert. Schaden 8, Gewicht 9, Wert 25. Auch ausrüsten. Kaiserliche Stiefel ausrüsten. Und Schlüssel zur Festung Helden. Schlüssel sind doch immer gut, ja. Ah, da unten steht Tragelast 34 von 300. Also, ja, Leute, Fallout lässt grüßen. Das kommt mir ja schon so verdächtig vor. Und jetzt schauen wir mal, ob wir da wirklich ausgerüstet sind. Wir haben diese Fußlappen, kaiserliche... Ja, genau, das ist ausgerüstet und passt auch schon. Ihr legt besser diese Rüstung an und schwingt das Schwert ein wenig. Ja, das werden wir auch machen. Wir sollten in Bewegung bleiben. Das Ding ist immer noch da draußen. Ja, hier drinnen in Bewegung bleiben. Alter Sack, was ist denn los mit dir? Haben wir jetzt alles durchsucht? Da muss es ja noch eine Truhe geben irgendwo. Ah, der geht schon wieder weiter. Aha, Leute, so sehen wir also aus. Unser beautiful girly. Kommt, hier entlang. Drücke X, um eine Waffe zu bereit zu machen. Das werden wir dann auch gleich machen. Ich glaube, hier ist ein würdiger Punkt, um einen Schnitt zu machen. Wir sehen uns dann weiter auf der Flucht durch diese Festung. Hoff, ja, ihr hattet ein wenig Spaß, wenn ihr ja macht, aber wenn nicht, dann sagt ihr nicht weiter. Und ja, schönen Abend noch, Leute. Euer Toso. Ciao.